Wo geht's da hin? Ja, so sieht meine Garage generell auch immer aus. Ein Windgenerator. Die braucht also für das bisschen Nebel, braucht die ja richtig so eine Flugzeugturbine oder was? Das hättest du mit einem Burrito weggepustet, aber Alter, doch nicht so mit so einem Ding hier, ohne Propeller. Zum Glück übertreibt die nicht oder so, die Drama Queen. So, was haben wir denn hier? Hier könnte ich ein Gemisch herstellen, aber ich benötige Wasser und Zement. Aber warum solltest du das tun? Wie kommst du darauf, dass du dir jetzt einen Zementeimer machen solltest? Meine liebe Schwester von Luisa. Ich kann diesen Gegenstand hier nicht verwenden, denn ich kann nur ein Gemisch aus Wasser und Zement herstellen und das geht nicht mit einem Beutel mit Zement. Oh Mann. So, wir holen mal Wasser mit der Flasche später. Bewege die Würfel mit den Sternzeichen in die ihrem Sternzeichen entsprechende Reihe. Boah, es tut mir furchtbar leid, aber bei Grim Tales 2 habe ich keinen Bock auf die Rätsel. Das tut mir echt leid. Bei den anderen Grim Tales war das nicht so. Das ist nur beim zweiten Teil. Da finde ich die Rätsel echt eine Katastrophe. Ohne jetzt darüber meckern zu wollen, so rein objektiv gesehen. Und ich merke es halt an mir selbst, wie sich so bei jedem neuen Rätsel immer so... Das Spiel an sich macht mehr Spaß, aber diese Rätsel, ey, ganz ehrlich. Und ähnliches habe ich auch den Kommentaren entnommen. Also muss wohl irgendwo was Wahres dran sein. Ich will mich auch nicht anstellen wie so eine Drama-Queen. Tue es aber trotzdem manchmal. So, wir müssen also die Dinger hier allesamt nach oben bekommen. Der Grund ist, glaube ich... Der Grund ist, glaube ich, warum ich die Rätsel nicht mag, dass die alle so unnötig komplex und oder langwierig sind. So. Ja, das kann ein bisschen dauern. Ich schiebe hier mal fröhlich durch die Gegend. Es ist nicht unlösbar, aber es ist halt trotzdem wieder so ein langwieriges Ding. Das meine ich ja damit. Und die Dinger müssen hier eh nach unten. So, dann schiebe ich hier mal ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Du nicht. Hier kommen die NBs hin. Die Schlangen müssen nach unten und diese Dinger müssen dann irgendwie nach oben. Also es ist lösbar, aber es wird natürlich dauern. Die Schlangen kommen nach unten. Schlange, 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 Schlange kommen nach unten. Und die Dinger müssten eigentlich noch weiter nach unten. Das mache ich gleich, nachdem ich diese NBs hier irgendwie positioniert habe. Das mache ich nochmal nach oben. Obwohl, nee, die müssen hier raus endgültig. So, dann kann ich das NB... Ach nee, die Schlangen müssen da an. Da ist immer noch eine Schlange drin. Und da sind noch zwei... zum Abtransport.
Ich sehe mich gleich schon auf Lösen klicken. Also es ist schaffbar, es würde aber halt Ewigkeiten dauern und das unterbricht meiner Meinung nach den Spielfluss zu sehr. Und vor allen Dingen habe ich dann immer wenig Lust, eine Folge lang nur ein Rätsel zu machen. Das muss nach unten, das muss alles nach unten, die NBs müssen nach oben. Ich weiß nicht, wieso ich die Schlangen da jetzt reingeschickt habe, das weiß ich gerade nicht. Ich mache das mal folgendermaßen. Na. So, die kann ich allesamt hinterher schicken, die ganzen NBs. Daraufhin kann ich die Schlangen erstmal hier unten positionieren. La 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 la. Das NB kann raus. Diese Schlangen könnte ich theoretisch noch hier weiter da positionieren. Am besten nach unten. So, dann kann diese Schlange auch raus. Dann hätten wir die erste Reihe immerhin schon fertig. Und wie man sieht, ein großer Spaß. Wow, da fliegt mir vor Spannung. Huch, fliegt mir hier gleich die Hose weg. Yeah! Ole! Erfolgserlebnis! So. Und jetzt müssen wir den ganzen Scheiß bis da oben kriegen. Dann müssen wir nur die Schlangen hier unten reinkriegen. Und die ganzen Dinger müssen wir dann da unten kriegen. Das heißt, die beiden müssten erstmal Bäumchen wechselig spielen. Mal wieder. Die Schlangen sind ja momentan noch da. Die bringe ich ja mal ganz kurz auf Position. Und jetzt, die Dinger müssten eigentlich nach unten. Die dürfen nicht nach oben, sondern die müssen nach unten. Und unten müssen wir diese Dinger hier rauskriegen. Ach, ja. Ein herrlicher Tag heute, ein herrlicher Tag. So. Wie kriegen wir die nach unten? Wie kriegen wir die nach oben? Das ist natürlich die Frage. Und wie kriegen wir diese Schlängelchen? Die müssten dann ja ganz nach unten. Die müsste ich dann da irgendwie durchbuxieren. So, die müssen ja noch weiter nach unten. Pass auf, dann stopfe ich die erstmal alle da rein. Die Viecher müssen eh nach oben. Dann verfrachte ich die erstmal dahin. Dann habe ich die Schlangen schon mal hier. Dann da la 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 la. Die Schlangen müssten aber nach unten. Och Gott, ey, das ist ein Krampf. Das ist echt ein Krampf. So, die müssen ja eh nach unten hier. So, da muss ja nichts anderes rein. Dann haben wir hier ein bisschen Platz. Hier müssen die Schlangen schließlich rein. Das heißt, die eine Schlange kann ich ja schon mal positionieren. Hier. Da brauche ich noch den Weg nach oben. Oben. So. Die Schlange haue ich schon mal dahin. Dann so. Alter, das dauert hier alles so lange. Halt, eine Schlange ist noch übrig. Unten sehe ich auch noch eine Schlange, da oben natürlich auch noch. Aber erstmal kann ich dann diese Dinger hier schon mal anbringen. Wow, ey. Hey, Freunde, willkommen hier auf dem Spaßfestival. Es ist unglaublich, was hier gerade abgeht, Freunde. Nämlich der Lack vom Spiel. So.
Jetzt muss ich gucken, dass ich die hier irgendwie alle rauskriege. Das müsste eigentlich genau passen. So, dann kann ich nämlich diese Viecher allesamt hier reinziehen. La, 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 la. Der Spaß kommt beim Spielen. So, den haben wir. Jetzt müssen wir nur noch, soll ja keiner sagen, ich überspringe alles, aber oder ich würde es überspringen, weil ich zu blöd bin. Mag vielleicht manchmal stimmen, aber normalerweise stelle ich mich immer gerne her guten Herausforderungen, aber hier ist das einfach. Es liegt wirklich nicht an den Rätseln selbst, sondern es liegt einfach da, naja schon, aber nicht an der Schwierigkeit, sondern eher daran, dass sie so langwierig sind. Und bei sowas wie Sokobahn trifft beides zu, die sind schwierig und langwierig. So, jetzt kann ich den hier runter, den hier runter, den hier runter. Das stimmt noch nicht ganz, aber ich kann erstmal ein bisschen Platz machen. So, du kommst hier runter. Und jetzt kann ich den da rüberschieben, den da rüberschieben, den da rüberschieben. Und schließlich und endlich. Meine Freunde ist... was sehe ich denn da? Also erstmal der Scheiß hier. Aber was sehe ich denn da? Kann ich mir endlich eine Kugel durch den Kopf jagen? Ist das Spiel dann vorbei? Leuchtpistole, die reicht. Ist egal. Deine Augen leuchten so. Ja, ich versuche Suizid zu begehen. So. Okay, ich benötige aber Wasser und Zement. Wasser gibt es hier unten natürlich nicht in dieser Stätte des Leidens. Ein. Dies ist ein Trockenofen. Damit lässt sich Gips in Sekunden trocknen. Natürlich. Deine Gipsbirne vielleicht, du alte Pflaume. So, hier haben wir noch... In der Wanne kann ich die Silikonform für die Statue herstellen. Ich muss zuerst... Wir müssen Silikon... Wir müssen Statuen gießen. Bitte was? Ich sehe in den Rückspiegel und der gibt's doch gar nicht. Der Wolf wartet auf uns. Ich kann nicht auf die Straße gehen. Dieses Ungeheuer würde mich in Stücke reißen. In einer 2-Frame-Animation. In der Garage muss etwas sein, mit dem ich das Tier verscheuchen kann. Nun. Hätte sie mal in die Fresse geschossen, dann wäre der Wolf jetzt tot. Und in Grim Tales 3 müssen wir uns nicht mit Grey Grey rumschlagen, oder wer immer das war. Tür zur Garage. So, Löwe, eine Jacke, okay. Ich habe eine Jacke, das finde ich ganz schön kacke. Hey. Die Frage ist, wo haben wir denn hier Wasser eigentlich? Ach ja, nee. Mist, der Fluss war ja in der Erinnerung. Aber im ganzen Schloss gibt es ja nicht einen einzigen Wasserhahn. Und es regnet hier nur, da kann man nicht die Flasche einfach mal hinstellen und Regen fangen oder so. Das geht alles nicht, nein. Es muss besonderes Wasser sein. Da müssen wir schon Aquavit oder sowas, irgendein Scheiß. Futschi. Das scheiß beknackte Futschi-Wasser, wo Leute 50.000 Euro von der Flasche ausgeben. Haben noch einen Schuss nicht mehr gehört, ernsthaft. Wer kauft denn sowas? Oder Fidschi oder wie das da heißt. Ah ne, Futschi heißt es nicht. Heißt wirklich Fidschi, aber das Geld ist dann Futschi. So rum war's. Wer sowas trinkt, der kann sich auch seine Zigarren mit einem 50-Euro-Schein anzünden. Was immer noch lächerlich ist, gemessen an Milliardären. Die zünden sich ihre Zigarren nämlich mit Menschen an. So, wir haben keinen Haken dabei. Keine Ahnung. Wir haben keinen Haken dabei und